Moin, moin und willkommen in Ackendorf. Kurz vor sechs, Zeit für die Ernte. Ja, ich habe gestern dann ja noch den Körnermais noch verkauft und dann den Zug noch weggeschickt und dann war ich sogar über die 400.000, hat sich jetzt doch ein bisschen wieder runtergepegelt, weil wir natürlich die ganzen Unterhaltskosten für die Fahrzeuge und so weiter haben. Und haben nicht ganz so viel, was wir denn stündlich reinbekommen. Wir haben ja nur hier, rennen wir mal kurz um die Ecke, unseren Hasenstall. Mehr haben wir ja nicht, was uns plus reinbringt. Deswegen müssen wir da auch mal noch ein bisschen aufstocken. Aber erstmal Drescher aufs Feld, damit wir mit der Ernte beginnen können. So, da haben wir das Maisgebiss noch dran. Okay. Dann fangen wir doch auch gerade mit der Maisernte an. Dann schauen wir mal, wo haben wir denn Mais stehen? So, okay, muss er noch mal kurz einen First Scan machen. Also das kann halt einen Moment lang dauern, aber dafür hat er halt hier mit dieser Kalkulationstabelle dann doch besser. Ich habe hier auf B gestellt, das waren nur noch die Felder, die wir besitzen. So, Weizen, 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 Körnermais. Auf der 5 hätten wir Körnermais, da könnten wir anfangen. Ich klicke mal hier eben auch schnell alle durch. Es sollte also alles gelb, alles erntereif sein. Ja gut, auf der 22 haben wir nichts drauf. Auf der 25 stehen unsere Bäume. Die werden dementsprechend nicht angezeigt. Die 43 ist der Kuhstall mit dem Rasen dort drumherum. Aber ansonsten haben wir eben hier alles gelb. Kann also losgehen. Machen wir das wieder aus. So, Feld 5 fangen wir an. So, gehen wir hier schnell rein. Und ja, dann eben schauen. Wie gesagt, wir wollen da ein bisschen mehr Geld gut machen, damit hier unser Fahrzeugunterhalt nicht den Kontostand immer so nach unten wieder drückt. Und ja, da hätten wir die Möglichkeit ja anhand einiger platzierbarer Objekte. Und da müssen wir eben dann schauen, was wir da genau nehmen. Also mir schwebt da jetzt eigentlich am ehesten das ja die Solaranlage im Kopf rum, denn das Bienenhäuschen an sich, das bringt nicht so viel, ist dafür natürlich aber auch am günstigsten. Bei den beiden Gewächshäusern, die es dann gibt, muss ich sagen, okay, Gewächshäuser haben wir auf der Map hier ja schon genug. Abgesehen davon sind das eben keine Selbstläufer, sondern wir müssen uns da wiederum regelmäßig drum kümmern, dass wir Wasser und auch Mist auffüllen und die Solaranlage dagegen aber halt wieder aufstellen und gut ist. Mehr muss man gar nicht machen. Also da haben wir schön wenig Arbeit mit und kriegen dann eben trotzdem ja eine ganz beachtliche Summe eigentlich raus. Haben jetzt natürlich dann erstmal die Anschaffungskosten. Ich glaube, 125.000 kostet das Ganze, aber ja, das Geld haben wir. Das ist kein Problem. So, ich würde fast sagen, die erste Runde fahren wir selbst. Denn das ist am Rand doch ein bisschen eng unten Richtung Straße zu. Und wenn wir hier ein oder vielleicht sogar zwei Runden dann mal haben, dann sollte hier der Helfer auch besser mit zurechtkommen. Ja, und vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, schon feststellen können. Ich habe es jetzt geschafft. Mein großer Durchbruch auf YouTube, er ist im vollen Gange. Denn wie alle anderen großen YouTuber habe ich jetzt endlich auch einen Hater. Juhu! Ja, lieber Hater, nein, ich ärgere mich natürlich ganz doll, dass du mir jeden Tag einen Daumen nach unten auf meine Ackendorf-Videos gibst. Boah, das finde ich so scheiße von dir.
Nee, also ja, ich habe einen Hater jetzt. Kriegt er schön seit, ja, seit etwa 2 Wochen inzwischen schon fast, jeden Tag auf die Ackendorf folgenden Daumen nach unten. Mir ist es Wurst, weil YouTube unterscheidet nicht zwischen Daumen hoch und Daumen nach unten. Also, das ist für YouTube beides nur eine Interaktion, egal in welche Richtung der Daumen zeigt. Und von dem her ist also da der Daumen nach unten genauso viel wert wie der Daumen nach oben. Und um mir den Daumen geben zu können, muss er ja auch das Video anklicken. Habe ich also auch noch einen Klick dazu. Also im Prinzip hasst er mich zwar, aber unterstützt mich. Von dem her, warum soll ich mich da ärgern? Und ja, vielleicht klappt es ja dadurch wirklich mit dem Durchbruch. War jetzt zwar scherzhaft gesagt, aber man weiß ja nie. Ich verstehe halt nie, was einen Hater dazu bringt, weil ich muss sagen, mir wäre meine Zeit zu schade, um jeden Tag irgendwo ein Video anzuklicken und einen Daumen nach unten zu geben, bei jemandem, den ich nicht leiden kann oder von dem ich die Videos nicht gut finde oder wie auch immer, was auch immer der Beweggrund ist. Und wenn ich ihn doch halbwegs gut finde, mir aber irgendwas an den Videos nicht ganz so gefällt, dann wäre es ja einfacher, einen Kommentar zu schreiben und zu sagen, du sag mal, finde ich ja ganz gut, aber wenn du das und das vielleicht noch versuchen würdest zu verbessern oder zu verändern, dann würde ich es noch viel besser finden. Aber ja, haten, wer es braucht, soll es gerne machen. Ich werde keinen von abhalten, aber ich verstehe es halt nicht. Was bringt einen dazu? Ja, gute Frage. Vielleicht ist ja der Hater auch mal so nett und schreibt mal in die Kommentare, warum er das macht. Aber vermutlich eher nicht, weil dann würde er ja seine Anonymität ein bisschen mehr verlieren, weil dann würde man ja zumindest schon mal einen YouTube-Namen dazu sehen. Aber wie gesagt, es wäre natürlich schon mal interessant, was bringt einen Menschen dazu, jeden Tag aufs Neue ein Video anzuklicken, einen Daumen nach unten zu geben? Ja, ich kann jetzt natürlich auch nicht sehen, schaut er sich das Video komplett an oder drückt er nur drauf die ersten paar Sekunden, bis er seinen Daumen gegeben hat und ist dann wieder weg. Vielleicht schaut er sich ja sogar das Video komplett an, weil es ihm eigentlich sogar doch gefällt und gibt dann aber trotzdem einen Daumen nach unten. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So. Ja, da unten der Zaun und der Baum, der da links steht, da bleibt zumindest der Helfer beim Säen auch immer wieder gerne hängen. Wie gesagt, hier mit dem Drescher, da könnte das jetzt mit der zweiten Runde schon gut sein. So, einmal rum hier. So. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe 2015 habe ich zwar über 200 Daumen nach unten bekommen, aber weit über 10.000 Daumen nach oben. Das heißt, ja, die Daumen nach unten, das war 1, irgendwas Prozent, 1,2, 1,3% oder so aller Daumen. Also so wenig, da juckt mich ein Daumen nach unten halt einfach auch nicht. Und selbst wenn das jetzt hier mit einem Hater dieses Jahr dann ein bisschen mehr wird, ja, juckt mich das trotzdem noch nicht. Vor allen Dingen habe ich ja auch schon öfter gesagt, Daumen nach unten sind für mich nur dann wirklich interessant, wenn ich da auch eine Begründung zu sehe, wenn ich weiß, okay, der hat mir einen Daumen nach unten gegeben, weil ihm das und das eben nicht gefällt. Und dann kann ich eben auch darauf antworten, kann sagen, ja, okay, ist eine gute Idee, werde ich mal versuchen zu verändern, oder kann sagen, nee, das ist mit Absicht so, wird sich nicht ändern, dann such dir halt einen anderen Kanal, wo dir das besser gefällt. Aber so ganz ohne Begründung einen Daumen nach unten kann ich da halt einfach auch nichts mit anfangen. Und auf diese ganzen Daumen, die ich 2015 bekommen habe, ich weiß nicht, auf 2 oder 3 habe ich sogar eine Begründung bekommen, wo die Leute gesagt haben, okay, aufgrund
diesen und jenen bekommst du jetzt von mir mal einen Daumen nach unten, obwohl ich dir sonst eigentlich immer nach oben gebe und so weiter und so fort. Ja, da kann ich dann was mit anfangen. Hauptsächlich war es zum Beispiel, als Volksholm geendet hat. Ja, weil die Leute oder teilweise eben zumindest enttäuscht waren, dass eben da jetzt nach 300 Folgen Schluss war. Ja, kann man natürlich nachvollziehen, dass man da vielleicht dann nicht so begeistert von dem Video war, weil es dann eben überraschenderweise das letzte war. Ja, okay, kann ich mit leben. Oder hat zwar nichts an der Entscheidung geändert, ich habe mit Volksholm aufgehört, habe nicht trotzdem wieder weitergemacht, aber zumindest habe ich gewusst, warum ich da Daumen nach unten bekommen habe. Ja, und wie gesagt, also von diesen ganzen Daumen im letzten Jahr, ich wüsste nicht, dass es mehr als 3 Stück waren, die dann wirklich auch, wir heizen hier durch, die da wirklich auch eine Begründung geschrieben haben, warum, weshalb. So, jetzt. Wunderbar. Haben wir schon mal unser erste Körnermais im Hänger drin. So, und ich wollte ja gucken, platzierbares Objekt. Da. Wie gesagt, da gibt es die Bienenhäuser 60 Euro die Stunde. Naja, das bringt ja nicht so viel. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Garage schauen, allein der kostet uns schon 123. Ach nee, das ist Mietpreis. Unterhalt 270 die Stunde. Ja, hallo. Dafür, dass der eigentlich in der BGA immer nur dumm rumsteht und selten in Einsatz kommt. Wahnsinn. 260, 20. Also mit einem Bienenhäuschen, ja, da haben wir vielleicht unseren Frontlader mit allen Anbauteilen oder hier die beiden Schneidwerke, die hätten wir dann raus, obwohl, nee, das ist ja am Tag und das andere die Stunde. Ja, muss ich doch anders rechnen, aber ja, wie gesagt, da gibt es nicht so viel Einnahme, hier ist es dann schon etwas mehr. Das hängt übrigens von eurem Schwierigkeitsgrad ab, je schwerer, desto weniger Geld bekommt ihr. Ich werde aber, wie gesagt, hier zur Solaranlage gehen. 380 Euro die Stunde, das ist doch schon mal was. Klar, hier Windkraftwerk, 4000 die Stunde, das bringt nochmal ordentlich mehr, aber das können wir uns bei Weitem noch nicht leisten. Hier so eine Solaranlage, die geht. So, wo stellen wir die denn hin? Stelle ich die hier hin? Aber eigentlich gehört mir das Grundstück nicht. Also nee, eigentlich sollten wir da nicht hinstellen. Stellen wir vielleicht hier vorne hin. Da sollten wir sogar den ganzen Tag schattenfrei sein in der Ecke. Stellen wir es da hin. So. Dann kriegen wir da noch ein bisschen was an Kohle raus. So, dann fahren wir hier hoch. So, Motor aus und wieder hier rein. Wobei, wie gesagt, eigentlich haben wir ja jetzt 2 Runden. Das heißt, eigentlich sollte jetzt Autocombine damit zurechtkommen. Schauen wir mal. Gehen wir mal in die Außenansicht. Ja, und dann muss ich die nächste Zeit dann natürlich auch noch schauen. Was hatte ich mir? Feld 22 hatte ich mir gekauft. Das kann ich ja auf jeden Fall dann schon mal anfangen zu düngen. Und ich würde sagen, wenn ich hier mit dem Mais fertig bin, werden wir anfangen 36, 37, 38 zu häckseln. Das zur BGA fahren. Das heißt, die nächste Folge wird dann wohl dort schon stattfinden, dass ich den restlichen Körnermais hier offscreen mache. Ist also jetzt nach Feld 5 noch Feld 24 und Feld 48. Mehr ist es, glaube ich, gar nicht. Wir können ja zur Sicherheit auch nochmal schnell hier im i-Menü gucken. Da geht das doch ganz schnell. Ja, 5, 24, 47. Die 55 besitzen wir ja nicht, deswegen brauchen wir die nicht zu beachten. Wäre aber natürlich dann auch mal eine Idee, wenn da Mais draufsteht. Generell habe ich ja gesagt, so die Felder, wo was draufsteht, die macht es vielleicht Sinn, als erstes sich dann mal zuzulegen.
Aber ja, also das werde ich dann, wie gesagt, noch fertig ernten und dann eben einen Häcksler mieten oder könnten wir uns vielleicht einen kleinen sogar schon kaufen? Wo haben wir denn hier? Also der hier, klar, der geht im Preis nicht. Dann hätten wir hier einen Häcksler, für den würde es noch reichen. Der ist auch noch zu teuer, aber ja, der würde eben erstmal reichen. Wäre also eine Überlegung zu sagen, Rostsalmech Häcksler kaufen, sagen wir mal 230, dann bräuchten wir da eben noch das Mähwerk für. Das wäre also dieses hier. Haben wir auch nochmal, sagen wir, aufgerundet 30. Wären wir mit 260.000 dabei, hätten wir noch 12.000 über. Wäre eine Überlegung wert, wobei ich eigentlich lieber mir den New Holland Häcksler holen würde. Der ist aber ein bisschen teurer, da müsste ich also zumindest mal noch warten, bis ich hier diese Ernte verkauft habe. Vielleicht sogar, bis ich die BGA dann mal wieder durchgefüllt habe. Auch da muss ich gucken, BGA, dass ich nicht alles in die BGA reinwerfe, denn ich habe nicht mehr viel Silage auf dem Lager. Dass man also da auch wieder ein bisschen für nehmen. Und ich muss unbedingt Stroh ins Lager kippen. Gras haben wir noch genügend. Aber Stroh, das ist auf jeden Fall auch noch notwendig. Ja, scheint zu reichen. Also sonst, bevor er dann rückwärts wendet, fährt er nämlich gerne vorwärts erstmal gegen den Zaun gegen. Und gerade beim Säen mit der 3-Meter-Maschine, da macht das dann zwei, drei Runden, macht das aus, bis er das richtig hinkriegt. Aber hier mit zwei Runden dann doch genügend Abstand. So, fast 17 Minuten. Ich darf nicht ganz so viel Überlänge machen, damit ich mit dem Hochladen noch hinterherkomme, weil, ja, habe jetzt auch wieder einen Haufen neue Volkshilfe-Folgen aufgenommen, die ich hochladen muss. Daher sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.